Gott, willkommen zur nächsten Folge und ich habe es vergessen, einen Start zu machen. Weil eigentlich die ist 24, die ist 51. Die Folgenbenennung. Weil an sich habe ich mehr Dateien in einen Ordner, ja. Das habe ich gerade vergessen, dass ich sozusagen jetzt dazwischendurch schon den Vollnamen eingebe. Also, geht's weiter in normalen Kram. Hierdurch können nicht schießen. Durch die Partikelwand. Es würden auch verschwinden. Das war's in das Radio versteckt. So, das Radio. Das läuft ja sehr gut. Wieder Übertragung finden. Hallo, wiederholen. Wir haben schon 11, 26 jetzt. Habe ich ja sicher schon aus, habe ich so viel gefunden. Also, jetzt kommen wir mal zu dem Teil, was ich nicht kenne, wenn man es will. Wichtiger Testapparat zerstört. Noch einer. Zerstört. So, jetzt ist sozusagen die Sache. Wir müssen einmal das Portal hier hin und da einhauen. Oh, aber wir haben die Partikelwand. Deswegen. War das schnell und scheiße. Letzte Bell. Oh nein, es hat auch funktioniert. Yes! Testapparaten hier? Nein. Keine Testapparate. So. Weil da Rentner läuft. Testapparaten hier? Nein. Jetzt haben wir da schon wieder sowas. Aber setzen wir den Abstand sonst hier. Nein, das geht ja nicht. Wichtiger Testapparat zerstört. So. Einmal dahin mal bitte. Das Typische. Das ist mir so oft schon passiert. Ich meine halt, auch nicht nur hier im ersten Teil, sondern auch im zweiten oder sowas. Total verwechselt. So, jetzt haben wir sowas nochmal. So, das Teil hier kommt da bumm an. Also, die Aufgabe, bumm, zack, dong. Nicht geklappt. Probieren wir es mal so. Dann weiter hinten. Pudel, beeil dich mal. Ich hab auch nicht ewig Zeit hier. Hat geklappt. So.
Jetzt haben wir sozusagen die Sonne hier bei diesen Plattformen. Die Plattform hält nicht so wirklich an für uns. Wichtiger Testapparat zerstört. War. Beide noch eine Rand. So, was haben wir da? Der hier öffnet das da. Die Sache ist, dass man anhört, wie man es hört, läuft das auf einer höchsten Zeit. Jetzt haben wir das noch verkackt. Ich ja nicht rüber, sondern das Teil da drüben ist. Weil ich jetzt nicht schnell genug sozusagen hingeschossen habe. Wissen Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder all Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Die Sache ist gerade, sozusagen, da drinne ist der Wecker. Wir können darauf keinen total schießen, weil er das Teil darauf hat. Also dasselbe, was wir drauf das Teil an sich gemacht haben, sondern was wir da reinlegen. Das Teil dauert ein bisschen lang. Vielleicht, wenn wir es da haben, sozusagen, dass wir den Sprung von hier oben räumen. Und wieder nochmal. So leicht. Wir leben ja auch nicht auf hier. Das müsste vielleicht klappen. Naja, wir halten uns wieder an einer Testkammer auf. Wir haben nicht mehr viel, aber wir halten uns an einer Testkammer auf hier. Ha! Gott, so lange hat das gedauert. Das kann jetzt sein. Ich meine, dass wir trotzdem anfangen zurück müssen können, sozusagen, weil wir da keine Teile mehr haben. Thank you.
Gewisse Frequenzen machen Geräusche. Vielleicht. Das hat doch auch noch irgendwas zu bedeuten. Aber was hat das zu bedeuten? 13:26. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Wichtiger Testapparat zerstört. Na, da haben wir unsere Lieblingsservice. Da bist du. Ich hab gerade den Audio-Fenster gesehen, hier, das ist in Rot ausschlägt. Wir haben ein paar Turrets hier, deswegen. Wichtiger Testapparat zerstört. Da hinten stehst du. Test, Turrets und Kamera sammeln wir mal an der Position. So. Solange es nicht nervig sein wird, Alter. Da ist jetzt hier die lustige Markierung. Was soll das? Suche. Hey. Na, da sehen nur so eine Seiten Sinn aus von denen. Noch jemand da? Schlafmodus aktiviert. Infektion. Tschüss. Hey, Kletus. Kamera von dir. Letzten Testkammer musste es immer noch reparieren lassen. Ich hab uns sonst richtig. Keine Roboter mehr. Alle kaputt. Aber sie haben Minimalschaden erlitten an die Roboter, höchstwahrscheinlich. Kuchen? Aperture Science? Keine. The Tate is live. What? Heldron. Hello. Ein bisschen einfach mal hinter den Fassaden. Von Aperture Science. Aperture Science Rechner. Na, mal gucken, was hat er da drin? Aha. Hallo, ich wollte sehen, was er drin hat. Ein sehr hoch aufgelöstes Gehäuse. Ist das? Nutzen diese Tubes. Help. Deswegen wäre es jetzt endlich, dass ich das vorher zu meinen Kack bin. Danke für diese Markierung, Hitler. Ich hasse dich nicht. Dadurch. Kann ich beide einfach ausschalten. So. Wie wir sehen, nichts. Ich kann sie jetzt nicht sozusagen umhauen lassen, dass sie einfach durch den Boden laufen oder fallen lassen kann. Deswegen haben wir diese Tubes dafür. Suchen
bin dir nicht böse. Ich erinnere Werkzeug. Erstmal alle anderen ausschalten. Einmal. Zweimal. Arme Bratscher bei 17. Da ist der Tube. Ja, ein Tube. So, nimm jetzt die Turret. Hier funktioniert das? In Portal 2 hat das nicht funktioniert. Wir hatten mal ein Problem, da wollte ich mal mit der sowas lösen. Also hat es nicht geklappt. Nein, ich habe jetzt nicht alle da, ich habe jetzt ein paar da. Hallo, aber. Also, der Typ stellt auch nicht mehr hier. Suche. Oh oh. Tun erstmal hier vorne ab. Wir machen es sonst irgendwie mal zum Schluss. Jetzt machen wir mal mit drinne. Die Testkammer ist ziemlich lang, deswegen machen wir es jetzt. Ja, jetzt habt ihr Wittler an dieser Position. Obwohl, ich hatte die Tat gezählt. 2 Tage. So, die ersten Turrets sind hier schon alle. Das ist typisch. Wichtiger Testapparat zerstört. Bitte lass mich runter. Ziel verloren. Zielfunktion. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. So. Ja, klappe. So, jetzt haben wir die ausgelöschte Aufnahme um 1:09 Uhr, ey. Ich hab echt den Weg gerade einen sehr tollen Bier, was wie immer. Wenn ich hier das Fries weg und dann so um 15 Uhr erst wach werden. Ja, ich will nur was prüfen. So. Eine Kamera habe ich nicht kaputt kriege. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. So. Den Abteil kann ich gar keinen davon zerstören. Da kommen wir nicht hoch. Aber hier, wir brauchen diesen Kubus, deswegen ja. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Sprechen kann, warum hat sie das nicht mehr vollständig gesagt? So.
Wichtiger Testapparat zerstört. So, ja, hab ich. So, bitte den neuen. So, jetzt der erste aktiv. Das reicht. Nehme ich den mal mit. Holy. Hier hat sie alle kaputt schon bewahrt. Beans. Oh. Ey, überlauf. Ich find's so mies, dass diese Taste blockiert ist dann. Was ist was anderes? Ich glaube, ich habe eine Idee für die andere Folge, aber ich will jetzt nochmal spielen rein. Okay, interessant. Ah. Du hast es gemacht. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. So. Einmal haben wir jetzt hier diesen Kubus, der dafür da drauf liegt. Wir brauchen ja noch was Zweites. Nehmen wir jetzt den Terminal Turbots. Mit dem Platz definiert. Weil wir haben jetzt hier einmal. Ja, woher holen wir nochmal den jetzt? Das will ich das Spiel mir sagen. Egal, ich bin gerade auch mal nicht los hier. Das müsste. Wichtiger Testapparat zerstört. Mach los. Hier. Kommt da was? Hier springt da keiner raus. Okay. Diese Testkammer mache ich auch noch hier drin, auch wenn wir schon an sich wieder Überlänge haben. Mache ich diese Testkammer noch fertig. Ja. So. Fährt. Fliegt mal zurück. Ja, was, genau wenn er hier so durch ist, muss ich hier drauf. Dann diese Tür zu öffnen. Nicht, wenn ihr da ist. Und dann jetzt den letzten zu aktivieren. Jetzt haben wir den ganzen Strom an. So, jetzt sind alle drei Plattformen oben. Und wir haben das Radio.
Ja, prüfen wir mal. Ist hier nur eine Übertragung? Das hier da ist. Ungefähr. Ja, schlafen wir aus unserem Lab. Egal. Schluss. Also müssen wir das Radio und den Ball jetzt rumschleppen. Nervt doch. Hier, gleich. So. Ich bringe jetzt erstmal das Radio darüber. Hopp. Hopp. Nicht hopp. So. So. Dann schon das Radio weg. Hinterstellen, weil es vielleicht können wir uns jetzt schon einen Aktuell zu machen können. Ja, doch, können wir. Dann laufen wir den Weg dann nur einmal. Darauf sind wir das eine 30 Minuten Folge. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Hab ich. Wie man hört, ist eine sehr gute Verbrennungsanlage. Okay, darf ich den Ihnen nicht reinschmeißen? Nein, wir müssen. Ich könnte Sie verarschen. Seien Sie versichert, dass ein Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Also Läden. Für die erste. Das Testen beginnt. Die zweite ist sozusagen die Münchner Testkammer. Wenn das hier mit der Folge 15 begonnen hat, dann die Platte Schuhe als schnellsten zerstört. Oder was? Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis: Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Und mit diesen Sätzen von Gladys verabschiede ich mich für diese Folge. Aber dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.